Rappelkiste. Von Jungs. Und Mädchen. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Machst du mal zu Hause Krach, fliegst du gleich eins auf das Dach. Willst du übern Rasen laufen, musst du dir ein Grundstück kaufen. Diese Mal im Treppenhaus, schmeiß dich gleich der Hauswart raus. Das ist schwer. Kannst du nicht mehr tragen, du alte Flasche? Ich hab Hunger. Los, komm, wir müssen weiter. Nein, ich hab noch Durst. Weiter. Das ist zu schwer. Hör auf zu jammern. Du jammerst wie ein Mädchen. Das ist schwer. Das ist richtige Männersache. Ja, richtige Männersache. Also brauchen Mädchen so etwas nicht machen. Nein, nein. Die sind zu schwach. Die können gar nicht tragen. Halt, du kannst jetzt allein weitertragen. Hey! Was ist denn los? Ich bin jetzt ein Mädchen. Das ist schwer. Ich kann nicht mehr. Alles ist schmutzig. Na und? Das ganze Rohr ist schmutzig. Zeig her. Schmutzig. Du bist doch ein Mädchen. Ja, ich bin ein Mädchen. Und ich kann nicht tragen. Aber Mädchen müssen putzen. Also mach das Rohr sauber. Ich ruhe mich so lange aus. Ich bin kein Mädchen, kann aber trotzdem putzen. Ja. Männer spielen nicht. Ich möchte aber auch spielen. Ich möchte spielen. Nein. Lass mich spielen! Männer jammern auch nicht. Ach Quatsch. Männer dürfen auch jammern. Männer können aber auch putzen. Und Männer können auch spielen. Und Mädchen können auch beim Tragen helfen.
So. Und so. Ja. Und so. Juhu. Jungs tragen immer Röcke, haben lange Haare und spielen nur mit Puppen. Mädchen spielen immer mit der Eisenbahn. Weg da! Ey, die sind ganz frech. Nein. Und sind ganz grob. Und schlagen immer alles kaputt. Jungs heulen immer. Jungs sind zimperlich, Jungs sind zimperlich. Und wenn etwas Spannendes los ist, verkriechen sie sich unter das Bett vor Schiss. Das ist doch alles nur Quatsch. Hm? Was? Wie? Na, ist alles umgekehrt. Hä? Na, die Mädchen sind zimperlich und weinen immer. Gar nicht! Die Jungs! Nein, die Mädchen! Die Jungs! Mädchen! Jungs. Mädchen! Jungs. Mädchen! Jungs. Mädchen! Mädchen! Schnuff ist weg. Kommt her. Der Hund ist weg. Oh. Ach, Quatsch. Das gibt's nicht. Schau doch selber nach. Oh. Den hat einer gestohlen. Der ist entführt worden. Komm los. Wir müssen ihn jetzt gleich suchen. Und du bleibst hier. Das ist nichts für kleine Mädchen. Überhaupt, Mädchen sind doch Heulsusen. Hunde entführen Blödsinn. Mensch, da ist er, hinter dem Tor. Schieb doch das Tor auf. Ganz einfach. Hey, Mann. Da. Mensch. Vorsicht. Guck mal da. Wahnsinn. Los. Eine Ratte! Schau, da ist eine Treppe. Pa, sowas brauchen doch bloß Mädchen. Pass auf, du. Yippie! Lachen kann jeder. Mach's erst mal besser. Au. Achtung!
Oh, Kurt, du gehst jetzt da durch und ich schneide ihm außen herum den Weg ab. Nö, lass mich doch lieber außen herum gehen. Wieso denn? Fürchtest du dich etwa? Hä? Hey. Hä? Wo denn? Ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts. Da lang. Ey, da runter? Klar, ich zuerst. Warte doch. Ich komme nach. Was machst du denn da oben? Warte, ich komme. Au. Hallo. Wo kommst du denn her? Hast du gar keine Angst hier? Angst? Nö, warum? Hey, schaut mal. Der ist ganz da hinten. Los, los, fahren wir. Hep. Ja. Okay. Ganz schön randig. Da oben. Guck mal, da oben ist er ja. Schnurr! Lass mich her! Sofort! Los, komm! Den holen wir schon da oben raus, Kurt. Steht mal beide still, ich steige oben rauf. Komm. Hopp. Da. Ja. Abfahrt! Junge oder ein Mädchen? Das merkt man doch. Wo denn? Wie denn? Na, du
bist ein Mädchen. Weil du ganz lange Haare hast. Ich kenne aber ein Mädchen, das hat ganz kurze Haare und ist trotzdem ein Mädchen. Man merkt's auch an den Augen. Jungs haben braune Augen und Mädchen blaue. Und Jungs haben einen viel größeren Mund als... Man merkt's nämlich beim Pinkeln. Jungs stehen und Mädchen sitzen. Gar nicht. Ich stehe auch beim Pinkeln. Hey, das geht ja gar nicht. Du hast ja keinen Pimmel. Aber dafür habe ich eine Muschi. Mhm. Hey, das heißt ja gar nicht so. Meine Mutter, die sagt immer Scheide. Oder Schlitzchen. Oder Döschen. Oder Reißverschluss. Oder Spalte. Ja, und zu deinem? Da sagt man auch Gurke. Oder Schwänzchen. Oder Spargel. Oder Würstchen. Oder Pfeifchen. Oder Gartenschlauch. Oder Würstchen. Oder Elefantenrüssel. Die Mädchen sind dreckig, laut und faul und haben nur ein großes Maul. Die Jungs, die haben einen Stich, sind zickig. Darum ist das alles Mist. Wir wollen, dass es anders ist. Komm, wir wollen zusammen spielen. Wer es nicht tut, hat einen Knall. Ob Junge oder Mädchen, ist dabei egal. Komm, wir wollen zusammen spielen. Wer es nicht tut, hat einen Knall. Ob Junge oder Mädchen, ist dabei egal. Ganz gut. Du spielst ja wirklich gut. Da könntest du doch mal bei uns mitspielen. Da fehlt nämlich der Meier. Und der, ohne den verlieren wir das Spiel. Denn das Wichtige, dass dann übermorgen kommt. Da könntest du doch mitmachen. Das wäre ganz klasse. Aber wenn ich ein Mädchen mitbringe, ich weiß nicht, da werden sie mich auslachen. Das sind doch doofe Hühner. Kann doch jeder. Fußball spielen kann doch jeder. Ist doch Bibi leicht. Wenn ich mich einfach als Buch verkleide, das wäre doch ganz klasse. Die merken nichts. Ach, die merken das doch. Nein, das sind doch doofe Hühner. Die werden bestimmt nichts merken. Ja, wir können es ja mal ausprobieren. Ja, heute Abend bei den Eltern können wir es ja mal ausprobieren. Oh ja, wenn der Papa sagt, ich soll Bier holen. Und die Mama sagt, ich soll Geschirr abtrocknen. Das wäre ganz klasse, um den Namen zu nehmen. Ich Mike und du spielst dann Martina. Oh ja, dann spiele ich dich und du spielst mich. So, ist er denn fertig? Ja. Ich werde dieses Geschirr spülen. Ja. Martina, du trocknest ab. Weil das Kleine wickeln muss. Was gibt's denn heute im Fernsehen? Ach du, ich weiß es überhaupt nicht. Bring doch bitte deinen Kakao aus. Mike, holst du mir noch ein paar Flaschen Bier aus dem Keller? Ja. Hast keine Angst im Dunkeln, ne? Nein. Bist ja auch ein Junge. Mensch, jetzt probieren wir es aus. Wir verkleiden uns.
Martina? Martina? Ja? Wie war es denn heute in der Handarbeit? Oh, es geht so. Na, bist du fertig? Ja, ja. Na, sehr schön hast du es gemacht. Mädchen kann man eben gut in der Küche gebrauchen. Noch überwiegend heiter bis wolkig. Die Teespimper. Aber, Papa. Danke, Mike. Das ging ja wie ein Blitz. Naja, Jungs kann man schon mal schicken. Jetzt aber Marsch in sämtliche Becken. Ja, nix gewährt. Ja. Mensch, Martina, morgen vergleichen wir uns wieder. Und dann schiebe ich den Kinderwagen. Dann tue ich unser Baby im Kinderwagen schieben und spiele ein ganz braves Mädchen. Und ich spiele ganz, ganz böse Buben und ärgere dich. Kannst du nicht Obacht geben? Bengel, Elendiger! Fili, 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 fili. Wichtiges Mädchen! Süßes Baby, bist aber lieb, dass du dein Geschwisterchen spazieren führst. Pass doch auf, du Lümmel! Lass doch das Mädchen in Ruhe! Lassen Sie doch! Wir sind halt Jungs. Sie haben gar nichts gemerkt. Ob das morgen beim Fußballspiel auch so klappt, ich weiß nicht, hoffentlich. Wir verlieren doch ohne den Mike. Mensch, der Meier ist ja auch krank. Ah, da kommt er ja. Fang auf. Los, los. Beeil dich. Hack, Leute. Hack. Also ich habe euch jemand mitgebracht. Ja, ist er. Martin Heise, da ist er. Oh, servus, Martin. Da kannst du dabei vertreten. Also, Sina ist dann fertig zum Rennen. Ja. Schneller. Ging ja alles. Das geht. Ja, prima. Ich heiße doch gar nicht Martin, ich heiße doch Martina. Das ist doch meine Schwester. Fußballspiele kannst. Die
die Bärchen immer. Mensch, so ein guter Linksaußer haben wir noch nie gehabt. Wieso sollen die Mädel nicht mit uns Fußball spielen? Na ja, du kannst bei uns bleiben. Beim nächsten Spiel spielen sie wieder mit, gell? Aber mit Zöpfen. Da wird aber die andere Mannschaft doof gucken. Mensch, die kommen mit den Mädels, die wollen mit den Mädels Fußball spielen. Mit den Mädels Fußball spielen. Hihi. Heute gewinnen wir aber hoch. Ja, die letzte Nacht läuft am besten. Jetzt können wir reiten. Jetzt spielen wir Cowboy. Das ist nicht für Mädchen. Reiten ist Männersache. Los, Jungs. Festhalten! Vorsicht! Scheiße. Lacht nicht so blöd. Ihr könnt ja auch nicht besser. Ey. Los, ihr Cowboys. Die Prärie ruft. Das kann doch jeder.